herzlich willkommen zu Vinyl and Every. Hier ist Steven mit Let's Play Dynasty Warriors 7 Part, ich glaube 19. Und ja. Willkommen, haben wir noch irgendwelche Waffen? Oh, Nunchakus. Ja, cool. Ich glaube, die werde ich einfach gleich mal ausprobieren, wenn ich jetzt schon dabei bin. Warum nicht? Nehmen wir doch einfach mal, anstatt dem Wolf-Töter, die. Wo sind sie denn? Nunchakus, wo seid ihr? Da. Geil. Yeah. Testen wir das Ganze nochmal. Okay, ich bin bereit für die Schlacht. Los geht's. Der Feind unterschätzt uns wegen unserer geringen Zahl. Was, wenn wir Sun Quan unter anderem Vorwand herauslocken? In der Tat, ich melde mich freiwillig dafür. Und ich sichere uns einen Fluchtweg. Cool. Dann bringe ich unseren Lord seinen Kopf. Yeah. Der Plan steht und fällt mit unserer Zusammenarbeit. Ich ziele auf jeden einzelnen von euch. Okay. Dann mal los in die Schlacht. Oh yeah. Ich werde mal diese Nunchakus ausprobieren. Sieht bei denen zwar total albern aus, aber ja, sind schon schön schnell. Yo, yo, yo. Aber eigentlich sind die doch noch am geilsten. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Hey, was willst du, Lumeng? Nein, ich wechsle wieder die Waffen. Das war schon irgendwie ganz cool damit. Yeah! Boah, guckt euch mal die Karte an, wie viele da sind. Ey, heftig! Boah. Yeah, los geht's! Schon wieder einer weniger, was? Kackbogenschützen. Die nerven. Oh, da ist. Den einen muss ich gleich auch noch fett machen, der hinter uns irgendwie da reingeschlichen ist. Aber erstmal diese Kackbogenschützen. Ja, 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 lava mal. So. Dann gehen wir da mal einmal schnell eben hin. Machen die doch mal platt. Hey, du bist Kacke! So. Hallo Freunde, wie geht's euch? So, ich helfe doch schon. Das war einfach nur Spaß. Yeah, kommt her, ihr kleinen Biatches. Na, das brauche ich. Dankeschön. Sich wirklich noch mit mir anlegen wollen. Ja, also, schon schlecht. Da ist schon wieder Ling Tong. Ich hab deinen Schakus geklaut. Aber ja. Jo. Zack! Ich hab meinen Kopf abgerissen hier. So, und die nächsten. Der östliche Checkpoint ist offen, oder? Dann kommen die ja mit Sicherheit gleich durch. Und der nordöstliche ist auch weg. Alles klar. Jetzt einmal ein bisschen Muso. Ja, ich beeile mich ja schon. Ich mach dir schon fertig. Ja, ich mach ja. Sind eh viel zu lahm. Ich bin viel zu stark. Auch guck dir diese Menge an. Jetzt aber. Wie die jetzt einfach alle nur noch auftroppen, weil es so viele sind. Echt schon, es ist einfach genial. Mann, komm doch her, Ganding, ey. Feigen. Wow! Das war knapp. Ich bin einfach mal über ihn rüber gesprungen. Yeah, komm schon! So. Alter. Ein Bogenschützen, ja. Das ist so, die sind echt ein bisschen lästig. So, ich will erstmal ein paar Leben einsammeln.
So, jetzt die nächsten da oben platt machen. Hier, ihr seid scheiße, wisst ihr das eigentlich? Euch lade ich nicht zu meinem Geburtstag ein. Ja, time to finish this, aber sowas von, Kollege. Hi. Was ist der denn? Der hat mir einen Po gehauen, ey. Hey. Yeah. Boah. Hi. Läuft der von mir weg oder was? Der will gar nicht gegen mich kämpfen. Geh weg. Okay. Jetzt haben wir da oben noch einen. Und der denn? Ne, es sind sogar zwei. Brauch mal einmal mein Pferd, bitte. Okay. Wo wollen die denn hin? Einmal von hinten rum? So nicht. So nicht, das werde ich zu verhindern wissen. Was springt ihr einfach in die Burg rein? Das ist ja echt aufgebaut. Das werde ich nicht zulassen, ihr Penner. Okay, ich werde es doch zulassen. Aber ich springe hinterher. Und jetzt mit Pferdgeschwindigkeit. Boah! Naja, so viel zieht das jetzt nicht. Das ist, glaube ich, eher bei kleinen Truppen gut. Ah, oh, komm. Hör auf zu blocken, ey. Ich fang an zu sterben. So. Au, au! Ey. Das machen wir hier aber nicht, ja? Jetzt kriegst du auf den Sack. Ey. So. Jetzt ist doch endlich mal Ruhe hier. Oh yeah. Okay. So, was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? So, die haben ihren Mut verloren. Ja, zu Recht, ey. Ja, dann wollen wir mal vorrücken jetzt. You have truly earned your reputation. Such a display will boost the morale of our troops. Ey, die verpissen sich tatsächlich, oder? Oh Mann, warum ist es denn zu doch so? Father, the bridge has been destroyed. The enemy has nowhere to run. Oh cool. This is it. Da komme ich dabei ja auch nicht mehr rüber, oder? Muss ich denn, oder muss ich ihn jetzt platt machen? Was ist denn los? Das Tor jetzt auf oder nicht? Oh Mann, komm schon. Okay, ich will da jetzt einfach mal hin. So, wollen wir jetzt mal Sun Quan platt machen, würde ich mal vorschlagen. Könnte ein wenig dauern, bis ich da bin. Aber das macht ja nichts. Der reißende Fluss, da können wir nicht lang, aber wir können hier runter. Yeah, geil. Sehr stylisch. Und dann reiten wir mal schön durch die Prärie hier. Ja. Wie sagt man sich, also ich finde, es ist teilweise ein wenig detailarm. Also da, wo jetzt wirklich nicht 10.000 Truppen auf dem Haufen stehen, sieht man schon. Also ist alles ein wenig, ne, mäßig. Aber das ist egal, das stört überhaupt nicht. Da, Vogelscheuche, kann ich nicht kaputt machen, schade. Okay, hier kann ich rüber. Ach, hier wurde die Brücke zerstört. Jetzt sind die da schon drin, oder? Kann ich da nicht. Jetzt bin ich falsch! Nein! Nein! Oh, ihr seid so scheiße! Oh, ihr seid so scheiße! Nein! Es tut mir so leid! Ah! Ja, Mann, erst geht das Kaktor da nicht auf und erst nach, weiß ich, einer gefühlten Viertelstunde und jetzt komme ich da nicht mehr durch. Okay, also
Diese 2 Minuten müsst ihr euch dann noch gedulden, auch wenn es gerade leckt. Jo, klar, ich weiß nicht warum. Ist auch egal, interessiert auch niemanden. Ich finde es auch so geil, es leckt gerade dann, wenn eigentlich nichts los ist. Wenn volle Action ist, dann läuft's wunderbar. Ja, war alles klar. Ist auch kein Problem. Ja, also ich, eigentlich das war auch so mein Plan hier, einmal runterzuspringen und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen die Umgebung zeigen, wo halt nicht so viel los ist. Das ist ja auch mal ganz schön. Hier könnte man ja vielleicht auch mal Urlaub machen, wenn man Lust hat. Ne? Also wenn man echt mal Bock hat, kann man in China mal hier schön auf dem Schlachtfeld mal ein Zelt aufschlagen oder so. Ja, ich weiß, da ist GC, haut gerade alle um. Ich komme hier aber auch schon so. Ne? Einfach mal so die Sache. Es sieht ja ganz nett aus. Guck mal, wenn man hier zum Beispiel so einen kleinen Vorposten sich mal mietet für eine Nacht oder auch für so ein schönes Wochenende mal. Schon romantisch. Ich würde es tun. Ja, wenn ich das Geld dazu hätte. Auf jeden Fall. So, jetzt ist das Tor auf. Jetzt machen wir Tai Shi fertig, würde ich mal vorschlagen. Kann ich einfach unsere Offiziere hier abmetzeln. So, mein Freund. Ja, ich bin schon dabei, keine Sorge. Ulalalalala. Er hat überhaupt keine Chance, ja, diese blöden Bogenschützen nerven sich. So. Cool, neue Waffen gekriegt. Ja, aber dann kann jetzt auch das Tor aufgehen, finde ich. Oder wie machst du dazu? Aua! Ey, unverschämter Flegel, du. Soguan, hier, hi! Ich mach dich platt! Renn doch nicht weg! Ja, das hatte ich auch vor. Ich kann mal nicht rüber. Oh yeah. Werde ich treffen? Scheiße. Tschüss. I'm afraid we will be back. When they return, we will repel them again. Ja, ein guter Plan. You are a man of true determination. My lord's vision of the future is resolute and unwavering. Therefore, I too must be unwavering. Jetzt fehlt nur noch der Erzähler, würde ich mal sagen. Thanks to the efforts of Cao Cao's loyal blade, Zhang Liao, the defenses at Hefei held firm. With the immediate threat removed, it was the perfect chance to advance from Hanzhong toward Yi. However, much to everybody's surprise, Cao Cao instead returned home to Xuchang. There was tremendous speculation as to the reasoning behind his actions. Was he focusing on building up his domestic strength? Or perhaps he was wary of the threat posed by Guan Yu in Jing? Or perhaps Cao Cao's health was fading and he could no longer participate in a drawn-out military campaign? Meanwhile, seeing Cao Cao's absence as an opportunity, Xu advanced on Hanzhong. There, the Wei generals Xia Hu Yuan and Zhang He stood guard over the summit of Mount Dingjuan. Whatever Cao Cao's true intent was, it was hidden by his sudden withdrawal from the front lines. And it would not be known until the victor of this battle had been decided. Oh yeah, wieder Xiao Yuan, die Schlacht am Berg Dingjun. Alles klar, cool. The weather's quite good. Means that our camp is all too visible. I must admit, this hinders us more than it helps us. Haha, genutzt. Oh, da schießt einer zurück. So, that's where you are, old man. I will go forth
No, I'll take care of it. You stay here! Scratched me. I'm off my game. Okay, und das bedeutet, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich mach kurz Pause. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Freut mich. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also macht's gut, bis dann. Ciao.